So, hier in den Wiesen habe ich vorhin vom Auto aus ein laufkrankes Stück Rehwild gesehen. Das war ein weibliches Stück. Das hatten wir im Winter auch schon mal beobachtet. Da hat es aber noch nicht gehumpelt. Das hat ein Ohr abgeknickt oder ein halbes Ohr ab. Wir haben das immer Knickohr bezeichnet. Und die läuft hier auf den Flächen rum. Und sie stand hier zusammen mit einer anderen Ricke noch. Bin ich einmal mit dem Auto einmal außen rumgefahren. Hab das ein bisschen umschlagen, weil jetzt kommt der Wind schön von vorne bei mir. Und das Rehwild muss gegen die Sonne äugen. Aber im Moment kann ich es hier nirgendwo mehr sehen. Entweder sind sie in der Zwischenzeit abgedüst oder die haben sich hier beide irgendwo getan. Ich warte einfach mal einen Moment hier ab. Viertelstunde, 20 Minuten. Mal sehen, ob sie hier was tut. Und wenn nicht, muss ich mal schauen, was ich danach mache. So, hier ist jetzt ein kleines Schmalreh rausgekommen. Und da ganz hinten, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, da steht noch ein kleiner Bock. Aber er ist ganz gut im Wildbrett. Würde ich jetzt nicht unbedingt schießen. Aber das kranke Stück, was ich hier eigentlich suche, kann ich hier nirgendwo sehen. Sind die doch schon, bei sie mit dem Auto hier rumgefahren bin, vielleicht sind die da schon tatsächlich stiften gegangen. Ich vermute das mal ganz stark. Ich bleibe jetzt hier noch mal einen Moment stehen. Vielleicht kommen die ja doch noch hoch, weil sie irgendwo sich irgendwo niedergetan haben. Aber vielleicht sieht der Schmalreh auch noch ein Stück weiter weg und dann kann ich mich hier bisschen dünner machen. Ich muss nämlich über das freie Feld. Da auf der Seite, da hinten ist das Auto, da muss ich einmal rüber. Und ich will das Rehwild hier auch nicht unnötig beunruhigen. Sind die Schmalrehe sowieso nicht mehr freigegeben. Die waren bis zum 31.05. in Schleswig-Holstein frei. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber ich vermute mal ähnlich. Und insofern ergibt sich die Frage gar nicht, ob man das schießen würde oder könnte. Da bleibt der Finger natürlich gerade. Ist jetzt da ganz hinten, der wäre jetzt weit genug weg. Da hinten ist er, um mich hier vom Acker zu machen. Aber das Schmalreh steht hier noch so in. Naja, 50 Meter Entfernung noch. Ich warte einfach ein bisschen ab.
So, ich habe jetzt hier die beiden Knopfböcke vor. Vielleicht ziehen sie ja noch so dicht an die Kanzel ran, dass ich einen von den beiden erlegen kann. Im Moment sind sie noch ganz weit weg. Am Ende der Koppel. Und noch kann ich da keinen sicheren Schuss abgeben. So, ich breche jetzt hier doch heute nicht mehr draußen im Revier auf, weil es ist schon dunkel geworden. Ich mache das jetzt einmal hier in der Halle im Hängen und dann ist das gut. Hier so ein schönes Messer auf der Outdoor gekauft, wo ich jetzt von der normalen Klinge auf die Gekröseklinge hier wechseln kann. Obwohl ich mache das eigentlich immer andersrum. Ich mache es heute doch so. Also wieder in die Kröselklinge rein, sauber hier runterziehen.
So, ist der Vorteil, wenn man ringelt, dann kann man nämlich das Gedarmstück sauber rausziehen und dann kann einem auch nichts hier in den Winkelkörper reinfallen. Hier kann man das schön sehen. Machen wir ein bisschen höher für die Jungjäger. Dass man hier, das ist das Zwerchfell, was ich jetzt hier durchtrenne. Das trennt hier in der Reihe von Herz und Lunge. Hier kann man das nochmal schön sehen. Das hier ist das Zwerchfell. Ja, auch die rote Arbeit gehört dazu. Gut, ich versuche mal möglichst viel zu reißen und wenig zu schneiden. Aber das kennen alle anderen. Das denke ich, machen alle so. So, das war es auch schon. So, ganz wichtig ist, ich gucke natürlich auch immer noch mal die Innereien an, dass alles so weit okay ist. So, hier habe ich. Hier kann man das mal. Ich zeige das gleich mal. Das hier sind so die Überreste. Also, das war mitten durchs Herz der Schuss. Deswegen lag das Stück auch an Ort und Stelle. Ja. Gut.
Ja, der Bock, der liegt jetzt. Der lag im Knall. Ich habe so kurz in das Blatt gehalten. Ich denke mal, da ist der Schuss auch gelandet. Der Bock war jetzt so, ich schätze mal 40, 50 Meter war der entfernt. Ungefähr die Entfernung. Wie gesagt, der lag im Knall. Das hat super geklappt. Und ich freue mich wie Bolle. Das ist dieses Jahr mein zweiter Bock. Der kam jetzt gerade eben direkt aus dem kleinen Waldstück hier raus. Ja, das hat jetzt wirklich sehr gut geklappt. Der Bock liegt, der hat einen sauberen Schuss hinter das Blatt gehabt, die 6,5 Creedmoor, arbeitet wirklich sauber. Der Ausschuss ist auch nicht besonders groß und der Schuss sitzt direkt hinter dem Blatt, voll ins Leben, da wo er sitzen soll. Ich freue mich sehr, das ist mein erster Bock mit meiner neuen Waffe, mit dem neuen Kaliber. Und das hat auf Anhieb super klasse geklappt. Ich freue mich wie Bolle und werde den Bock jetzt versorgen. Weidmanns Heil und Weidmanns Dank und danke fürs Zuschauen.